Hallo und herzlich willkommen zu diesem Big Blue Button Rundgang, einer Plattform für Online-Learning oder zum Beispiel auch Webkonferenzen oder Webmeetings. Bevor wir da aber einsteigen, will ich noch einen kleinen Überblick geben über Meetings im Generellen, für Online-Meetings ganz speziell gilt, aber auch für Meetings im realen Leben ganz hilfreich ist. Aber legen wir doch einfach mal los. So, wenn man ein Meeting, ein Online-Meeting oder Schulung oder eine Webkonferenz plant, sollte man sich an so einfache Vorbereitungen bzw. auf so einen einfachen Ablauf gewöhnen, nämlich dass man im Vorfeld eine Agenda schreibt und die sollte aussagekräftig sein. Das heißt nicht nur einfach ja treffen, sondern das sollte halt wirklich die Punkte beinhalten, die man besprechen möchte. Wenn es keine Punkte zu besprechen gibt, kann man das ja auch reinschreiben oder das Meeting gleich mal wieder absagen. Damit spart man oftmals eine ganze Menge Menschen, auch eine ganze Menge Zeit. Der Ablauf sollte festgelegt sein, also in der Agenda sollte irgendwie drinne stehen, dass man zum Beispiel, wenn man das ganz streng machen will, für bestimmte Punkte eine bestimmte Zeit einplant oder dass man zum Beispiel abstimmen möchte über bestimmte Punkte. Und das sollte da schon mal drinne stehen, dass die Teilnehmer sich dann auch damit schon im Vorfeld beschäftigen können und nicht ganz spontan irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Dann sollte man natürlich eine Zeit und ein Datum sowieso bestimmen, wann das Ganze stattfindet. Das heißt, die Einladung, die man verschickt, sollte informativ sein. Also sprich, die Agenda sollte enthalten sein, es sollten Hinweise auf den Ablauf vorhanden sein und natürlich hat auch so eine Kalendereinladung Zeit und Datum drin. Und was gerade bei Online-Meetings ganz wichtig ist, sind Hinweise auf die Regeln des Meetings, zum Beispiel, dass man Headsets benutzen sollte, dass sich doch bitte jeder stumm schalten sollte, der gerade nicht spricht, ob Kameras notwendig sind oder auch nicht. Und Telefone aus, das versteht sich von alleine. Und dass die Teilnehmer bitte pünktlich zum Meeting erscheinen sollen. Also nicht eine Viertelstunde später oder 20 Minuten später, sondern pünktlich dann, wenn auch das Meeting beginnt. So, zur Meeting-Vorbereitung, so 5 bis 10 Minuten sollte man vorher online sein. Die benötigten Materialien oder Präsentationen kann man da schon mal hochladen, damit die dann parat sind. Und falls es unter Umständen Schwierigkeiten mit dem Netz geben sollte, kann man das da schon mal prüfen und zur Not dann einfach nochmal eine E-Mail an alle rausschicken, dass man es jetzt doch per Telefon macht oder leider verschieben muss, weil das Internet gerade mal wieder nicht funktioniert. Oder man probiert es und sagt, okay, wenn es halt dann noch 5 bis 10 Minuten nicht funktioniert, bricht man das halt ab und verschiebt das Meeting, wenn es denn geht. So, dann eventuell benötigte Texte in die gemeinsamen Notizen kopieren, wenn das notwendig sein sollte. Und auf jeden Fall nochmal die Einstellung für den Raum überprüfen, ob da nicht irgendwie alles für alle ausgestellt oder angestellt ist, je nachdem, was man da für eine Konfiguration benutzt oder nutzen möchte, sollte man das hier an der Stelle nochmal überprüfen, bevor dann die Teilnehmer reinkommen. So, zum Meeting-Start. Nicht einfach ruhig sein, wenn die Teilnehmer reinkommen, sondern mit den Teilnehmern reden. Das verbessert so ein Meeting immer gleich, wenn dann jemand da ist, der die Leute begrüßt. Sowieso übers Wetter reden, irgend so ein bisschen Smalltalk, ein bisschen auflockern, um die Teilnehmer dann auch schon so im Vorfeld darauf einzustimmen, dass sie ja natürlich auch in so einem Meeting oder in den meisten Meetings auch eine Stimme haben und die auch nutzen sollten. Das heißt, mit diesem kleinen Smalltalk im Vorfeld lockert man die ganze Stimmung dann auch so ein bisschen wieder auf. So, und dann sollte man schon vorher festgelegt haben, wie lange man warten möchte, bis man mit dem eigentlichen Meeting startet. Normalerweise braucht es immer so 1, 2, 3 Minuten, bis dann alle da sind, wenn alle pünktlich sind. Aber man sollte dann auch nicht viel zu lange warten, sagen, jetzt warten wir noch auf den Kollegen oder die Kollegin,
sondern einfach sagen, okay, nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten wird das Meeting einfach gestartet, egal wer da ist oder eben auch nicht. Dann sollte man nochmal die Teilnehmerliste durchgehen, je nachdem, ob das sehr, sehr wichtig ist, dass alle Teilnehmer oder bestimmte Teilnehmer da sind. Wenn es um Themen geht, die einzelne Teilnehmer betreffen, wäre das ganz gut. Das heißt, die Teilnehmerliste sollte man nochmal runterladen. Dann sollte man ganz am Anfang, der erste Agendapunkt sollte sein, wer schreibt das Protokoll, oder vielleicht ist das auch vorher schon klar, vielleicht schreiben auch alle das Protokoll in den gemeinsamen Notizen. Und das sollte einfach im Vorfeld geklärt sein. Und dann nochmal der Hinweis auf die Regeln. Also sprich, was ich hier oben geschrieben hatte, Hinweise auf die Regeln des Meetings, Headset, wer nicht spricht, stummschalten, um irgendwelche Hintergrundgeräusche auch zu vermeiden. Wenn man zum Beispiel, kann man ja auch mit visuellen Handzeichen arbeiten, dann braucht man die Kameras. Aber wenn man die Tools von BigBlueButton nutzt, braucht man nicht unbedingt die Kameras, um irgendeine Abstimmung zu machen. Dann Telefone bitte aus und, naja, pünktlich sein bei denen, die da sind, ist das wohl hinfällig dann in dem Falle. Okay, wenn dann die Agenda abgearbeitet ist, am Meetingende, sollte man die gemeinsamen Notizen speichern, also runterladen, was als Protokoll geschrieben wurde oder was man so noch als Infos mit reingetan hat. Das können ja irgendwelche zum Beispiel Links oder Namen oder Begrifflichkeiten sein, ganz egal, alles was da reinkommt. Das Ganze kann man ja in verschiedenen Dateiformaten wie zum Beispiel PDF runterladen und dann sofort an alle Teilnehmer verschicken und zum Schluss dann noch die Ergebnisse von dem Meeting für sich dokumentieren. So, das ist jetzt einfach nur mal so ein grober Ablauf, wie so ein Meeting in der Vorbereitung, während des Meetings und danach organisiert werden kann. Wenn man sich an so eine Organisation hält, muss ja jetzt nicht die exakt selbe sein, aber vielleicht eine ähnliche, dann sind Meetings wesentlich produktiver, als wenn man einfach sagt, okay, lass uns mal nächste Woche ein Meeting machen und über was wir sprechen, reden wir dann einfach so. Und dann verpulvert man unter Umständen eine Menge Zeit, was unnötig wäre, weil online dauern manche Prozesse sowieso schon länger. Und wenn man das dann in so einer Weise optimieren kann, ist allen Teilnehmern auch geholfen. Okay, aber legen wir doch jetzt einfach mal los mit dem eigentlichen Tool BigBlueButton. Und dazu gehe ich auf SenfCall. Das ist eine freie BigBlueButton-Instanz. Und wenn man auf senfcall.de geht, dann sieht man hier auch die ganze Übersicht. Man sieht auch den Spendenaufruf. Das Ganze wird Spenden betrieben. Und hier oben, erst auf der rechten Seite, kann man ein Meeting starten. Ich habe hier jetzt keinen Account, deshalb nehme ich jetzt einfach quasi als anonymer Teilnehmer daran teil und erstelle ein Meeting. Und das hat einen Nachteil, sage ich jetzt mal, den Raum, den ich erstelle, der ist nur temporär. Das heißt, wenn ich das Meeting beende oder den Raum schließe, dann ist dieser Raum auch weg. Wenn man einen Account da hat oder auf einer Plattform ist, die BigBlueButton einsetzt und dort einen Account hat, besteht oftmals die Möglichkeit, permanente Räume einzurichten. Das ist im Prinzip dasselbe wie ein temporärer Raum, nur dass der einfach bleibt, wenn ich mich auslogge, und ich kann ihn dann später wieder reaktivieren und sämtliche Einstellungen, die ich dort vorgenommen habe oder Materialien, die ich da hochgeladen habe, die bleiben dort auch vorhanden. Einzelheiten sollten dann auch immer mit der jeweiligen IT abgeklärt werden, was da möglich ist und was nicht möglich ist. So, hier auf der rechten Seite ist schon mal Meeting starten. Wenn ich hier auch runter scrolle, steht hier jetzt auch Meeting starten. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie man hier einen Raum erstellen soll. Aber genug gefaselt, jetzt starten wir einfach mal Meeting, und ich klicke jetzt hier rechts auf diesen Meeting starten Knopf. So, und jetzt bekomme ich eine Datenschutzerklärung, dann kann ich jetzt alles im Einzelnen durchlesen und kann hier dann auch draufklicken, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich mir einen Raumnamen ausdenken, und das Ganze nenne ich jetzt einfach mal Meeting
Berlin. So. Und ein Teilnahmepasswort kann ich optional einstellen oder nicht optional einstellen. Ich erstelle jetzt einfach mal eins und das heißt jetzt hier Berlin mit einem großen B. Bei Passwörtern ist Groß- und Kleinschreibung immer sehr wichtig. Und jetzt starte ich dieses Meeting. So, jetzt möchte er das speichern. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Mein Name ist hier an der Stelle einfach mal Hörgen. Und jetzt erstelle ich den Raum. Das kann ein bisschen dauern. Jetzt kommt der Test mit Mikrofon, möchte ich das machen. Und er fragt mich jetzt nach meinem Mikrofon. Und das gebe ich da hier jetzt ein. Verbinde zum Echo-Test. Das hat funktioniert. So, und jetzt mache ich das Mikrofon hier erstmal aus, sonst höre ich mich doppelt. Und als allererstes bekomme ich so eine Übersicht hier angezeigt von SenfCall mit den Hinweisen, was diese einzelnen Symbole bedeuten. Und das Ganze ist einfach nur eine Präsentation, ein kleiner Hinweis, wo sich was befindet. Ich befinde mich hier auf SenfCall. Ich kann hier oben dieses Männchen, das ist das hier oben, da kann ich die Teilnehmer ein- und ausblenden, beziehungsweise das ganze, die ganze linke Schublade hier ein- und ausblenden. Dann habe ich hier den öffentlichen Chat hier oben, das hier, die geteilten Notizen oder gemeinsame Notizen habe ich die vorhin genannt. Und hier sind dann die Teilnehmer aufgelistet. So, hier auf der linken Seite ist dann so einen Knopf zum Präsentation minimieren von dieser Präsentation. Und wenn ich die minimiert habe, was ich jetzt gerade mal mache, ich klicke da mal drauf, dann bekomme ich hier unten so einen Knopf. Da steht dann wieder Präsentation wiederherstellen. Dann klicke ich hier wieder drauf oder öffnen und dann habe ich die Präsentation wieder hier. In der Mitte sehe ich dann eine Beschreibung für diese Icons hier unten, für diese Symbole. Das heißt, wenn ich hier auf das Mikrofon draufklicke, geht das an und wenn ich wieder draufklicke, geht das aus. Das heißt, wenn das nicht blau hinterlegt ist hier an der Stelle, dann bin ich auf stumm geschalten. Und wenn ich mit der Maus drüber gehe, sehe ich freischalten. Und wenn ich jetzt wieder mit der Maus drüber gehe, steht stumm schalten. Das heißt, wenn ich nicht spreche, am besten hier stumm schalten. Dann der Telefonhörer ist zum Auflegen. Dann gibt es hier noch das Symbol für das Video und er sucht eine Webcam hier und jetzt starten wir hier einfach mal die Webcam. Und bisher kommt noch nichts, sollte eigentlich was kommen. Das ist der klassische Vorführeffekt. Oder vielleicht muss ich das jetzt einfach so machen. Vielleicht Entscheidungen merken, wäre vielleicht nicht schlecht. Und jetzt habe ich mich selber veräppelt, aber das ist egal. Das ist meine Webcam im Prinzip, das sehe ich auch gerade hier auf dem Bildschirm. Und machen wir die jetzt wieder aus. Normalerweise sieht man da eben das Gesicht oder mein Gesicht, weil ich da spreche. So, das ist jetzt die Oberfläche, schon eine Präsentation hier. Und immer wenn ich eine Präsentation hier eingeblendet habe als Moderator, ich habe diesen Raum geöffnet, ich bin Moderator, habe ich hier auf der rechten Seite noch so ein paar Symbole. Das eine ist ein Werkzeugsymbol mit der Hand. Das heißt, wenn ich hier die Hand habe, könnte ich das jetzt hin und her schieben. Ich kann das hier unten zum Beispiel vergrößern. Wenn ich das vergrößere, kann ich das auch hin und her schieben. In der Präsentation, ich kann es wieder verkleinern zum Beispiel. Oder ich kann mir ein anderes Werkzeug hier aussuchen. Wenn ich den Stift habe, dann kann ich hier auch noch Farben aussuchen und hier zum Beispiel drin rummalen. Oder hier den Punkt auch nochmal vergrößern. Und kann das Ganze wieder rückgängig machen bzw. ganz löschen. Oder ich kann hier auch nochmal was reinschreiben, Kreise malen oder was auch immer. Da das einfach mal ausprobieren, was man alles mit diesen Werkzeugen machen kann. So, jetzt machen wir diese Präsentation wieder klein und haben jetzt das eigentliche Fenster hier. Wichtig ist für den Moderator ganz am Anfang,
Diese geteilten Notizen klappen hier auf und hier stehen zum Beispiel über folgende URL kannst du Personen einladen. Das ist der Link, den ihr kopiert und per Mail verschickt. Da ich ja jetzt ein Passwort hier auf dem Meetingraum habe, auf dieser Session, auf dieser Online-Schulung, steht hier unten noch die Information, mit den folgenden Passwörtern kann an der Konferenz teilgenommen werden. Ein Moderatorin bekommt zum Beispiel das mit dazu geschickt und ein normaler Teilnehmer, der nur zuhört und mitwirkt, bekommt das Passwort mitgeschickt. Das heißt, über diesen Link können sich jetzt alle einloggen und anmelden, aber je nach Passwort, das hier versehen wird, bekommt der eine oder der andere gleich mal wieder besondere Rechte. So, und jetzt machen wir das einfach mal. Ich habe hier verschiedene Browser noch gestartet und logge mich jetzt hier einfach mal ein mit dem Link. So, mein Name ist hier Paul und ich bin normaler Teilnehmer, also nehme ich Berlin als Passwort. Und der Browser geht schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Dann ist der aus dem Rennen raus. So, dann nehmen wir doch einfach mal den nächsten. So. Mein Name ist Paul. Und das Passwort ist Berlin. Und ich trete jetzt bei. Und hoffe, dass das funktioniert hat. So, Mikrofon zum Echo-Test. Mal zulassen. Und das könnte jetzt funktionieren. Dann machen wir hier auch gleich mal auf Stumm. Und ich sehe jetzt hier auf der linken Seite bei den Teilnehmern den Teilnehmer Paul. So. Und jetzt versuchen wir noch einen Browser. Und loggen uns da zum Beispiel als. Ich wollte jetzt Paula nehmen, aber nehmen wir jetzt einfach mal Ulrike, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Und Ulrike kann jetzt hier mit diesem Passwort, dem Moderator-Passwort, sich einloggen, beitreten. Ulrike taucht hier schon auf der linken Seite. Ulrike macht jetzt auch wieder den Echo-Test. So. So, und jetzt habe ich drei Teilnehmer hier drin. Machen wir den mal raus. Ich bin der Moderator und das sind meine zwei Teilnehmer und Ulrike ist auch Moderator. So, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Paul klicke mit der linken Maustaste, dann öffnet sich hier so ein Menü. Ich könnte jetzt einen privaten Chat an Paul schicken, ihn zum Präsentator machen, ihn zum Moderator befördern oder ihn aus der Konferenz entfernen. Wenn ich das bei Ulrike mache, habe ich ähnliche Optionen. Ich kann einen privaten Chat starten. Ich kann sie zur Präsentatorin machen. Ich kann sie zum Teilnehmer zurückstufen. Wenn Ulrike jetzt anfangen würde, Blödsinn zu machen oder ihr System würde ganz komisch diese Session stören, könnte man sich überlegen, stuft man sie zurück oder nicht. Und ich kann sie auch aus der Session entfernen, wenn irgendwelche Störungen auftreten, man kriegt das nicht in den Griff, dass dann der Moderator einfach sagt, okay, sorry, aber bevor ihr jetzt alle nichts mehr mitbekommen, kann man den Teilnehmer eben aus der Konferenz rausnehmen. So. Das heißt, hier habe ich schon mal diesen öffentlichen Chat, wo diese Informationen drinstehen. Diese Informationen sehen nur die Moderatoren. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Ulrike hier reinziehe, das sieht Ulrike, wenn sie sich einloggt, weil sie ja Moderatorin ist, braucht sie auch diese Informationen, wenn sie weitere Teilnehmer einladen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Paul hier reinziehe, Paul sieht nur den normalen öffentlichen Chat und
Wenn jetzt Paul hier zum Beispiel Hallo reinschreibt, dann sehe ich das als Moderator, dass Paul hier Hallo reingeschrieben hat. Wenn ich jetzt Hallo zurückschreibe, dann sehen das auch alle, zum Beispiel auch Ulrike hier unten. So. Machen wir Paul mal wieder weg. So, das heißt, ich habe hier diese Option mit den Teilnehmern. Ich habe natürlich auch für mich selber noch Optionen. Die haben die anderen Teilnehmer natürlich auch. Und dann kommen wir schon zur nächsten Funktion, Status setzen. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn jemand eine Präsentation hält, dass man einen Status setzen kann. Zum Beispiel, wenn jemand etwas sagen möchte, kann er diese Hand heben anklicken. Und dann sehe ich hier in diesem Symbol eine Hand, wo vorher ein Buchstabe war und ein H drin stand, ist jetzt eine Hand. Das heißt, ich kann hier drauf schauen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das ein bisschen größer kriege. So, das ist doch gleich mal besser. Da habe ich jetzt diese Hand. Und wenn jetzt jemand präsentiert und sagt, okay, bitte bei Fragen einfach nur Signal Hand geben und ab und zu darauf achte, dann kann er an der entsprechenden Stelle eben den Vortrag unterbrechen und Fragen annehmen und beantworten. Und diesen Status kann man wieder hier einfach zurücksetzen und dann ist man wieder auf seinem ganz normalen Status. Gibt natürlich noch mehr Stati. Man kann sich auf Abwesen stellen, wenn man zum Beispiel jetzt nicht ein produktives Meeting hier am Start hat, sondern alle sind zusammen, weil irgendein Problem gelöst werden muss und jetzt einer geht kurz in Pause oder was auch immer, schnell austreten oder sonst so, dass er kurz signalisiert, hey, ich bin zwar noch an diesem Meeting dabei, aber ich muss da mal ganz kurz weg. Vielleicht kann man dann noch in den Chat vielleicht ganz kurz reinschreiben, ich bin in einer Minute wieder da. Türklingel oder irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall nicht vielleicht einfach nur reden oder reinkrakehlen, sondern das am besten über den Chat dann auch machen. Je nach Meeting ist unterschiedlich. Dann kann man zu irgendwelchen Fragen, die gestellt werden, kann man auch unterschiedliche Stati angeben, beziehungsweise jemanden applaudieren, Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer. Das kann man dann gemeinsam in so einem Meeting miteinander absprechen. Das heißt, diesen öffentlichen Chat hier, den kann ich hier ein- und ausblenden, wenn ich draufklicke. Genau dasselbe kann ich mit den geteilten Notizen machen. Die geteilten Notizen überblenden dann den öffentlichen Chat quasi, also nur dieses Fenster legt sich dann quasi drüber. Und bei den öffentlichen Notizen habe ich sowas wie so ein kleines Textverarbeitungsprogramm. Hier könnte ich zum Beispiel reinschreiben Protokoll. Und das Protokoll markiere ich hier, mache das fett und mache dann Tagesordnungspunkt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Kann das zum Beispiel hier auch markieren und hier oben auf die Nummerierung, nummerierte Liste klicken und habe das hier dann alles schon nummeriert. Kann auch hingehen, unter Punkt 3.1 mit der Tabulator-Taste kann ich das tatsächlich auch auf 3.1 schieben und mit Shift-Tabulator schiebe ich das Ganze wieder nach vorne. Machen wir es wieder so. Wenn ich jetzt Enter drücke, kriege ich dann gleich 3.2, Nummer 3.2 und dann machen wir Nummer 4 und mit der Shift-Tab schiebe ich das wieder nach vorne. Einmal Enter drücken, zweimal Enter drücken und ich bin aus der nummerierten Liste wieder raus. Und jetzt könnte man natürlich zum Tagesordnungspunkt 1 gehen. Mit Kopieren und Einfügen hier. Und jetzt reinschreiben, hallo, hallo, hallo zum Beispiel. Das Ganze kann man jetzt noch zum Beispiel fett machen und kann jetzt hier wunderbar schreiben, wie man möchte. Mach dann Tagesordnungspunkt Nummer 2 zum Beispiel hier hin. Mach das wieder fett und schreibt jetzt hier wie ein Weltmeister die ganzen Protokollnotizen.
Und das kann man ja dann so durchgehen und das ganze geteilte Notizen hier vollschreiben. Und am Ende des Meetings geht man einfach hier hinten hin, Export zu verschiedenen Dateiformaten und bekommt dann eine Übersicht, in was das alles runtergeladen werden kann. Ich denke mal, so die gängigsten dürften PDF oder Open Document Format sein. Manche benutzen vielleicht noch Microsoft Word. Aber ich denke mal, diese beiden, gerade für ein Protokoll macht es vielleicht auch Sinn, wenn man das im Nachhinein eher nicht mehr abändern möchte, dass man das als PDF runterlädt, wenn man dann noch irgendwas dazu schreiben möchte oder Materialien mit dazu packen möchte, direkt in die Protokollnotizen. Kann man das hier in ODF, also mit LibreOffice, kopieren? Ich persönlich bevorzuge immer, dass Protokolle von Meetings immer als separates Dokument existieren. Und wenn ich jetzt hier oben wieder auf diesen Download- oder Export-Knopf gehe, komme ich wieder in das Protokoll zurück. Was ich persönlich immer noch ganz hilfreich finde, ist, wenn hier zum Beispiel noch das Datum steht. Was haben wir denn im Moment? Wir haben den 4.4.2021. Der Hilfe wegen sollte man dann vielleicht auch noch reinschreiben Sonntag, und das Ganze, macht bitte keine Meetings am Sonntag, und das Ganze vielleicht auch noch 15 Uhr bis 15.30 Uhr. So hat man dann schön noch in dem Meeting-Protokoll einen Hinweis, wann hat das Meeting stattgefunden, von wann bis wann. Und man könnte dann theoretisch, das wäre nämlich die andere Geschichte noch, wenn man jetzt die Liste der Teilnehmer hier hat, kann man sich die hier über Teilnehmer verwalten nochmal, zum Beispiel Teilnehmernamen speichern, auch nochmal exportieren. Kann man in eine Datei reinspeichern oder in einen normalen Editor, der heißt bei mir Kate. Und dann bekommt man so eine Übersicht, einmal sortiert nach Vornamen, einmal sortiert nach Nachnamen. Hier steht dann nochmal Datum und Uhrzeit drin. Und jetzt könnte man zum Beispiel so diese Liste hier rausnehmen und entweder unten anhängen oder oben nochmal einen Punkt machen mit Teilnehmer. Das sortiert nach Vorname kann man vielleicht rausnehmen, wenn man sich für eine entschieden hat. Dann macht man das hier noch fett, könnte hier jetzt noch eine gepunktete Liste machen. Und dann hat man die entsprechenden Teilnehmer auch schon im Protokoll mit drin. Und wie gesagt, zum Schluss auf Export als PDF oder ODF für LibreOffice runterladen, und schon kann man das dann an die Teilnehmer direkt nach dem Meeting verschicken und hat das dann auch schon erledigt. So, ein Hinweis zu diesen geteilten Notizen, ich habe es vorher so zwischen den Zeilen schon genannt, ist, dass in diesen geteilten Notizen jeder reinschreiben kann. Also alle Teilnehmer können zur gleichen Zeit hier drin rumschreiben. Deshalb macht das vielleicht Sinn, wenn jetzt unterschiedliche Leute irgendetwas vortragen oder etwas berichten und jemand schreibt da drin ein Protokoll, dass man als Vortragender zum Schluss, wenn man fertig ist und der eigene Punkt ist abgehakt, vielleicht da nochmal kurz drüber geht, was die Person dazu protokolliert hat, und wenn es sein muss, wenn irgendwelche Dinge falsch drinstehen oder einfach so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sind, dass man da vielleicht noch kurz zusammen korrigiert, damit das Protokoll auch akkurat ist. So, das sind die geteilten Notizen jetzt erstmal. Kann ich hier einklappen. Ich kann auch das Ganze, wie am Anfang gezeigt, hier einklappen. Dann habe ich ein leeres Fenster, beziehungsweise ich habe hier dann, wenn alle Teilnehmer die Kameras anhaben, habe ich hier die verschiedenen Kameras am Start und kann hier oben nochmal alles als Vollbild darstellen. Ich habe hier nochmal Einstellungen öffnen. Kann ich verschiedene Sachen nochmal einstellen für diese Konferenz. Animationen an, aus. Audiowarnungen für den Chat, Pop-up-Warnungen aus, an. Also da kann ich noch eine ganze Menge einstellen.
Die Schriftgröße kann ich hier noch einstellen. Ich kann einen Datensparmodus einstellen, so dass ich an der Stelle auch noch mal einstellen kann, dass zum Beispiel die Webcams deaktiviert sind, wenn die Internetleitungen nicht so dicke sind. Video verbraucht immer viel Bandbreite im Internet. Da kann ich das komplett ausstellen, wenn es nicht notwendig ist. Oder auch Bildschirmfreigaben ausstellen, wenn die auch nicht benötigt werden. So, Audiofilter für Mikrofone ist eigentlich immer eine gute Idee, dass man das anhat, weil da werden Nebengeräusche dann auch so ein bisschen weggefiltert. So, mache ich das wieder zu. Dann habe ich hier noch auf der rechten Seite hier noch weitere Informationen. Ich kann mir die Tastenkürzel anzeigen lassen. Dinge, die ich hier anklicke, kann ich auch oft mit irgendwelchen Tastenkürzeln, Shortcuts auslösen. Ich kann die Konferenz komplett beenden oder ich kann mich ausloggen. Was bei meiner temporären Konferenz fast dasselbe ist, nicht ganz. Wenn ich jetzt alleine hin in dieser Konferenz wäre, wäre es dasselbe. Aber wenn ich zum Beispiel, Ulrike ist ja auch eine Moderatorin, und wenn ich jetzt mich einfach selber nur ausloggen würde, würde diese Konferenz weiter bestehen. Wenn ich die Konferenz beende, werden alle Teilnehmer rausgeschmissen. So. Gut, jetzt habe ich hier den öffentlichen Chat gehabt. Ich habe hier die geteilten Notizen gehabt, dass man da zusammen schreiben kann, dass man die auch exportieren kann, dass man im Prinzip halt so eine kleine Textverarbeitung hier hat. Die Teilnehmer hier, ich kann hier zum Beispiel alle Teilnehmer stumm schalten, wenn alle durcheinander reden und eigentlich will ich jetzt mit der Agenda hier fortfahren. Ich kann alle Teilnehmer außer dem Präsentator stumm schalten oder der Präsentatorin stumm schalten. Das heißt, wenn jemand zum Präsentator gemacht wird, eine Präsentation startet, kann ich hier als Moderator draufklicken und alle sind stumm, außer die Person, die spricht. Teilnehmernamen speichern ist diese Geschichte, dass ich mir das runterladen kann. Und Teilnehmerrechte einschränken, wenn ich das mache, dann kann ich für alle auch nochmal sagen, okay, keiner darf seine Webcam freigeben, weil ich möchte meine Teilnehmer zum Beispiel nicht sehen oder halt Internetgründen, also sprich die Bandbreite ist ein Problem oder dass nur die Moderatoren die Webcams sehen und eben nicht die Teilnehmer sich gegenseitig sehen, um keine Faxen zu machen. Gerade bei jüngeren Teilnehmern ist die Chance relativ hoch auf ein sehr komödiantisches Gemüt. Ich kann den einzelnen Teilnehmern verbieten, ihr Mikrofon freizugeben. Also das heißt, dass sie sich selber freischalten und sprechen können. Ich kann die öffentlichen Chatnachrichten unterbinden, private Chatnachrichten unterbinden, vielleicht auch nicht schlecht. Dass alle die geteilten Notizen bearbeiten, kann ich unterbinden. Oder dass andere Teilnehmer die Teilnehmerliste sehen, kann ich unterbinden, wenn ich das möchte. Oder eben auch wieder freigeben. Standardmäßig ist erstmal alles freigegeben. So, und jetzt haben wir eigentlich schon fast das meiste von diesem Meeting quasi erklärt. Wir können miteinander reden, wir können uns gegenseitig sehen. Aber jetzt gibt es ja noch so ein bisschen mehr. Also wir haben ja hier unten das Mikrofon zum Freischalten und Stummschalten, hier zum Auflegen, quasi zum aus der Konferenz rausgehen. Hier kann man die Webcam freischalten und hier kann man diesen Bildschirm freischalten. Das heißt, wenn man irgendwas auf dem Bildschirm zeigen möchte, dann kann man hier draufklicken, wenn man die Berechtigung bekommen hat als Präsentator von einem Moderator, dann kann man das tun. Oder man kann eine Präsentation anzeigen. Und hier steht jetzt Präsentation wiederherstellen, weil eine Präsentation schon geladen ist, nämlich die von vorhin, wenn ich da draufklicke, von SenfCall, die beschreibt, was hier im Fenster gemacht werden kann. Die mache ich jetzt erstmal wieder klein. Das heißt, wenn ich Präsentator bin, wenn ich hier zum Beispiel Paul zum Präsentator machen würde, dann sieht er dieses Symbol auch, beziehungsweise er sieht dieses Symbol hier, dieses Plus-Symbol auf der linken Seite und kann dann eine Präsentation starten. So,
Wie man so eine Präsentation startet. Wenn ich hier auf das Plus-Symbol klicke, so, dann kann ich hier eine Präsentation hochladen. So, aktuell ist diese Default.pdf aktiv und ich kann jetzt zum Beispiel von meiner Festplatte aus dem Dateimanager nehme ich jetzt zum Beispiel mal den Leitfaden für die, macht er das jetzt? Genau, den Leitfaden für das Online-Meeting bereit zum Hochladen ist hier der Status und ich klicke hier jetzt auf Hochladen. Jetzt sagt er konvertiere Datei, das ist eine PDF-Datei, aktuelle Präsentation, einfacher Leitfaden für Online-Meeting und Schulung PDF ist jetzt verfügbar quasi. So, und wenn ich jetzt hier nochmal hingehe und Präsentation hochladen auswähle, dann ist dieser einfache Leitfaden hier aktuell. So, ich kann hier jetzt verschiedene, meistens PDF-Dateien oder gibt es noch eine andere Office-Dokumente oder PDF-Dateien. Bei Office-Dokumenten bestimmt LibreOffice-Dokumenten oder OpenOffice-Dokumente. Bei anderen Formaten weiß ich das nicht. Das müsstet ihr erstmal ausprobieren, aber als Präsentation macht ein PDF eigentlich auch ziemlich viel Sinn. Möchte ich jetzt hier eine andere Präsentation auswählen, zum Beispiel diese Default-PDF, dann kann ich hier auf der rechten Seite so einen Kreis, kommt da diese Hilfe. Und wenn ich da drauf klicke, dann ist das meine aktuelle Präsentation. Wenn ich hier auf Bestätigen gehe, steht hier aktuelle Präsentation default.pdf. Gehe ich hier unten wieder in Präsentation hochladen, kann ich das wieder umändern auf die, die ich gerade eben hochgeladen habe. Und ich habe hier nebendran, links nebendran nochmal so einen kleines Symbol, das durchgestrichen ist. Standardmäßig dürfen die anderen Teilnehmer diese Präsentation nicht herunterladen. Wenn ich da jetzt aber draufklicke, dann erlaube ich das den anderen, diese Präsentation herunterzuladen. Ich bestätige hier jetzt einfach mal und bekomme hier nochmal die Info, dass aktuelle Präsentation einfacher Leitfaden jetzt ausgewählt ist. Das mache ich weg. Und wenn ich hier unten jetzt auf Präsentation wieder herstellen, hier unten rechts klicke, dann kommt meine Präsentation vom Anfang. Und ich kann jetzt hier unten rechts die Präsentation zum Vollbild machen und kann natürlich noch entweder hier mit dem Plus hier unten reinzoomen in das Dokument oder ich klicke hier gleich rechts daneben. Dieser Doppelpfeil macht mir das Dokument auf die gesamte Breite des Bildschirms. Das heißt, da muss ich nicht erst reinzoomen und hin und her schieben, sondern ich habe es direkt auf der Gesamtbreite des Dokumentes. Und kann jetzt hier zum Beispiel auch mit diesem Handwerkzeug, kann ich das dann hochschieben zum Beispiel. Oder wieder runterschieben und die Teilnehmer können jetzt die Präsentation verfolgen, was ich hier mache. Ich kann auch hier, wenn ich mehrere Seiten hätte, kann ich hier jetzt umblättern und zurückblättern oder eine bestimmte Folie direkt hinspringen. Ich habe jetzt nur eine Folie hier leider und kann dann die Präsentation quasi so zeigen. Kann dann natürlich auch hingehen mit den entsprechenden Werkzeugen hier und kann hier drin rummalen, sagen, das hier ist ganz wichtig und bitte achtet hier drauf und vielleicht, weil es wichtig ist, eine andere Farbe. Hier die Nummer 3, ganz wichtig zum Beispiel, vielleicht eine nicht ganz so dicke Farbe und sagt dann, okay, Hinweise auch noch wichtig. Und jetzt kann ich hier drin rummalen und zeigen und machen und tun und kann auch allen erlauben, hier mitzumachen. Ich glaube, das war dieser hier. Genau, wenn ich hier draufklicke, kommt leider gerade kein Hinweistext. Wenn ich hier draufklicke, vielleicht soll ich das einfach mal wieder klein machen. Da kommt der Hinweistext wieder. Mehr Benutzermodus starten. So.
Wenn es jetzt nur ein Bildschirm ist, dann bin nur ich berechtigt, hier drin rumzumalen. Ich kann jetzt aber auch allen Teilnehmern, wenn ich hier draufklicke, die Berechtigung geben, hier drin rumzumalen. Wenn ich zum Beispiel jetzt, wen habe ich hier? Ulrike. Ulrike malt hier jetzt auch nochmal rein. Vielleicht mit einer anderen Farbe. Und vielleicht mit einem größeren. So, das ist jetzt blöderweise die gleiche Farbe, die ich da ausgewählt habe. Nehmen wir hier mal grün. So, da kann jetzt Ulrike drin rummalen. Und haben wir jetzt den Paul abgelassen. Ach, der ist hier. Könnte ich jetzt hier nochmal zeigen, aber so, Paul malt jetzt auch mit einem größeren Pinsel hier auch nochmal drin rum. So. Und nachdem keiner mehr irgendwas lesen kann, kann ich den Mehrbenutzermodus wieder ausschalten, kann hier auf die Mülltonne klicken und dann kann jeder wieder irgendwas lesen. Dazu mache ich diese Präsentation wieder hier oben mit in diesem blauen Rechteck mit diesem weißen Minus drin. Und dann habe ich wieder mein ganz normales Meeting, wo ich wieder Kameras an, Audio an, ausschalten kann oder wieder das Meeting hier starten. Und hier nochmal draufklicke, genau, kriege ich die ganze Seite angezeigt. So an den Bildschirm anpassen, wieder zurück oder Präsentation zum Vollbild mit ganzer Seitenbreite, wieder zurück oder reinzoomen. Vielleicht statt Stift wieder die Hand nehmen. So und jetzt hier drin so rum scrollen. So, machen wir das hier einfach wieder zu, Präsentation verbergen. Dann gibt es noch sowas wie eine Schnellumfrage, die man starten kann, ABC oder ABC. Und da kann man jetzt zum Beispiel eine Umfrage starten, die schon gestartet ist. Also, ich muss vorher eine Frage stellen, sagen A, B oder C und dann können die Teilnehmer bekommen so ein Fenster hier unten, können hier dann draufklicken und nehmen den anderen Teilnehmer hier rein, der wählt jetzt B zum Beispiel und ich selber habe jetzt keine Möglichkeit bekommen und kann die jetzt veröffentlichen hier anhand dieser dieser Umfrage. Irgendwo war jetzt meine Umfrage. Wo ist meine Umfrage hin? So. Hier, ich kann hier noch eine benutzerdefinierte Umfrage, genau, das habe ich gesucht eigentlich, wenn ich die Fragen direkt hier reinschreiben will. So, ja, nein, jein, mit jein mit EI oder AI? Eigentlich mit AI, da hat man von beiden Wörtern immer zwei Buchstaben. So, und jetzt kann ich das wieder machen. Jetzt sehe ich bei jedem Ja, Nein, Jein. Zum Beispiel, ich mache das jetzt mal auf die Schnelle. So, und dann sehe ich hier schon die Ergebnisse. Die Umfrageergebnisse veröffentlichen. Bin ich jetzt gerade ein bisschen. Vielleicht muss ich bei den Teilnehmern gucken nochmal. Öffentlicher Chat, geteilte Notizen. Ich sehe sie nicht, die Umfragen, die veröffentlichten. Aber wenigstens sehe ich sie ja hier und kann dann sagen, so und so viele haben für Ja oder für Nein gestimmt oder für Jein. So, was haben wir noch? Wir haben gemacht den öffentlichen Chat, die geteilten Notizen. Wir haben die Präsentation gemacht, wie man die hochlädt, wie man die dann auch zum Download freigibt oder eben nicht freigibt, wie man sie ändert,
Mit der Mülltonne kann man sie natürlich auch wieder entfernen. Dann haben wir in dem Präsentationsmodus diese Werkzeuge mal kurz angesprochen. Die anderen könnt ihr ja ausprobieren. Dann den Mehrbenutzermodus, wie ich das Ganze, die ganzen Anmerkungen wieder löschen kann. Und wie ich die Präsentationen wieder löschen kann. Und ich denke, das war es auch schon im Großen und Ganzen, der Rundgang mit den wichtigsten Optionen, die man bei BigBlueButton nutzen kann und wie man das Ganze organisiert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, habt vielleicht das eine oder andere gelernt oder vielleicht auch einen kleinen Tipp gekriegt, wie ihr Sachen machen könnt. Würde mich über Kommentare freuen und wünsche euch noch eine wunderbare Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.